Ja, und dann fangen wir auch wieder oben an. Da hat es erstens mal so eine alte Malerdecke, die kennt man, wer schon mal bei sich irgendwie rumgemalert hat. Der hat auch so eine Decke. Ich habe die zweckentfremdet. Das ist jetzt eine meiner Outdoor-Decken, um sich im Walde zuzudecken. Besonders warm ist die nicht, aber dafür kann man damit machen, was man lustig ist. Wenn sie kaputt geht, ist scheißegal. Flecken hat sie ansonsten keine, weil damit nie gemalt wurde. Die war Bestandteil eines Umzugspakets, als ich eben mal umgezogen bin mit ein paar Pappkartons und ein paar Spanngurten zusammen. Und ja, die liegt jetzt halt da. Ansonsten liegt da 2 BW-Zeltbahnen, diverse Baumarktplanen und ja, das ist so meine Hauptübernachtungsausstattungsecke eigentlich. Irgendeine dieser Planen, also die Decke natürlich nicht, die ist ja nicht wasserdicht. Schnappe ich mir dann meistens, wenn ich draußen im Walde pennen möchte. Ich muss sagen, die BW-Zeltbahn hatte ich schon länger nicht mehr im Einsatz. Muss ich mal wieder machen. Nicht, weil die so toll sind, sondern weil die mir einfach gut gefallen. Und es muss nicht alles super sein. Also gerade bei einer bushcrafterischen Übernachtung finde ich es gerade gut, wenn man da so ein bisschen improvisierte bis suboptimale Ausrüstung verwendet. Beim Trekking in klimatisch anspruchsvolleren Regionen sieht die Sache etwas anders aus. Da kann das wirklich gefährlich werden. Und deshalb bin ich da dann auch ein bisschen vorsichtiger und habe kein gutes Zeug. Ansonsten sind das hier meine Trekkingstöcke, die ich ja brauche, weil ich ja Knieinvalide bin, wovon ich Gott sei Dank immer noch nicht allzu viel merke. Aber irgendwann kommt der Moment, in dem da was kaputt ist. Ich habe 2 Paar, eins geschenkt bekommen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Und ja, nächste Abteilung. Das hier ist der Sacksack. Das ist der Sack, in dem die anderen Säcke drin sind. Also sämtliche meiner Säcke und Packbeutelchen und so weiter und so fort, außer die aktuellen Schlafsack-Kompressionssäcke, die habe ich nochmal einzeln beim entsprechenden Schlafsack, weil ich die sonst dauernd suche. Aber ansonsten sind hier jetzt verschiedene Beutelchen und Täschchen und Säckchen drin und was weiß ich was alles. Leider das meiste nicht wasserdicht, aber wasserabweisend sind sie teilweise schon. Und im Wesentlichen dient es eher der Organisation als dem großartigen Schutz von irgendwelchem Zeug, weil einen Haufen Einzelteile in einen sonst unorganisierten Rucksack zu transportieren, das ist halt ein bisschen diffizil, da verliert man dann schnell mal was. Ich bin aber trotzdem kein Freund von diesen tollen militärischen Rucksäcken, die 97 Milliarden einzelne kleine Taschenfächer, Modelschlaufen, was weiß ich was alles drin haben. Ist zusätzliches Gewicht, das man meiner Meinung nach überhaupt nicht braucht, weil man ja mit solchen kleinen Säckchen, die pro Ding so 3 bis 8 Gramm irgendwie wiegen, arbeiten kann. Und da hat man dann auch eine gewisse Ordnung im Rucksack. Und da tut es ein einfacher Sack-Rucksack, der wirklich nur ein Sack mit Tragegestell ist, meiner Meinung nach genauso wie so ein super tolles, super alles organisier, bla bla bieben, blub und so weiter und so fort System. Mag sein, dass man da schneller an seinem Zeug dran ist. Will ich unbedingt viel schneller an meinem Zeug dran sein? Nein, ich bin ja kein Soldat. Ich muss jetzt also nicht irgendwie sofort mein, was auch immer, Sturmgewehr aus meinem Rucksack ziehen können. Aber persönliche Vorliebe, wer das toll findet, gerne, kein Thema. Nehmt es mir nicht übel, dass ich das nicht so lustig finde. Ich arbeite gern mit solchen Säcken zur Ordnung. Und was da nicht drin ist, ist halt keine Ordnung. Zu viel Ordnung mag ich auch nicht. So, ich habe hier so eine tolle Gürteltasche. Eben, das ist ja halt sowas in der Richtung, ne? Hier mit irgend so einem, wozu auch immer diese Schnalle gut sein soll, das ist von Tasmanian Tiger das Ding. Hier hat sie nochmal so ein Seitenfächlein, wo man dann zum Beispiel ein Multitool oder was auch immer reinstopfen kann. Ich finde die cool. Die hat ja auch massenhaft Befestigungsmöglichkeiten am Rucksack, am Gürtel und so weiter und so fort. Hat hier noch diesen wirklich großen Clip zum Zumachen. Da könnte man sich also noch was außen dran schnallen. Ich habe noch keine Verwendung dafür gefunden. Die ist cool. Ich mag die und ich überlege mindestens einmal pro Monat, was ich mit dem Ding anfangen soll. Aber bisher ist es mir noch nicht so ganz gekommen. Die hat auch hier so einen Abfluss, damit das Wasser rauslaufen kann. Schon irgendwie ein cooles Teil, aber ja, noch klappt es nicht. Das ist der BW-Klappspaten. Den brauche ich, wenn ich mir Löcher grabe. Löcher graben tue ich aus vielfältigen Gründen. Erstens, weil ich es kann. Und zweitens, weil ich irgendwelche bodenkundlichen Projekte habe und gerne mal ein bisschen schauen möchte, was ist denn hier so im Boden drin, aus scientific-technischen Gründen. Ich grab mir auch gerne mal einen
eine Schlafgrube in Anführungszeichen, weil wenn man die dann mit ganz viel Laub auffüllt, da liegt man ganz, 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 ganz bequem. Jetzt kommt natürlich das Problem mit den Zecken hinzu, dann schmeiße ich mir halt noch so eine Bundeswehr-Mehrzweckunterlage oben drüber, dann ist das mit den Zecken auch auf ein Minimum reduziert und das ist super gemütlich. Scheiß Arbeitsaufwand, wenn man sowas bauen möchte, deshalb penne ich das meistens auch mehrere Nächte. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht, wird mal wieder fällig. Hier haben wir jetzt die Kistenabteilung, das hier ist die Bandmaterialkiste, dazu brauche ich nicht weiter viel sagen, das allermeiste ist Paracord inzwischen, in verschiedenen Farben, hier auch in Signalfarbe, wenn man mal irgendwas möchte, dass man es wiederfindet, zum Beispiel irgendwelche Lager, die man sonst ewig lange sucht. Alles, was mal jemals an meinem Hut dran war, ist auch in irgendeiner Form da. Und diese Schnüre, die sind schon fast historisch. Ich hatte da früher ganz, 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 ganz viele von. Die gab es, glaube ich, für 3 Mark im Baumarkt. Und das waren so die ersten Ausrüstungsgegenstände, die ich mir zugelegt habe, waren halt damals aus dem Baumarkt. Da ist man vor Ort, hat man gewohnt. Der Baumarkt war nicht weit weg, da konnte man einfach hingehen und sich da so einen Scheißdreck aus diesem Kleinteilregal, wo man irgendwelchen Billigscheiß für ganz wenig Geld, für 1 Mark, 2 Mark, 3 Mark, findet. Und da gab es halt eben auch diese Schnur und das ist die letzte, die noch fast original verpackt ist. Da war noch so eine Plastikfolie drum. Und mit denen habe ich, was weiß ich was alles, keine Ahnung, irgendwelche Fallen in den Wald gestellt. Also, Moment, stümperhafte Fallen und ganz bestimmt nicht fürs Wild, sondern für die potenziellen bösen sogenannten roten Ninja-Sterne. Das war die andere Gang. Wir waren der Katz-Maus-Gold-Club. Klingt noch bescheuerter, ich weiß, aber man war ja jung. Jedenfalls sind wir davon ausgegangen, dass die roten bösen Ninja-Sterne, hießen die rote Ninja-Sterne? Ja doch, die hießen rote Ninja-Sterne, jederzeit vorbeikommen könnten, um unseren super geheimen Stützpunkt am Waldrand zu überfallen. Und deswegen hingen halt überall irgendwelche unglaublich geheimen, mit sehr dicker Schnur ausgeführten Stolperfallen rum. Das Gefährlichste waren wahrscheinlich noch diese Stolperflöcke, die ich überall in die Wiese gekloppt habe. Also im Prinzip einfach ein Flock irgendwo in die Wiese gekloppt, möglichst ins hohe Gras, in der Hoffnung, dass jemand, der da über die Wiese gerannt kommt, dann gegen diesen Flock rennt und ihn auf die Schnauze haut. Da ich irgendwann selber nicht mehr wusste, wo die Dinger überall gesteckt haben, war das wirklich irgendwann gefährlich. Ach ja, die gute alte Zeit. Ach so, ich muss wieder. Ja, genau. Ja, also Schnurkiste, nicht weiter erwähnenswert. Das hier ist im Wesentlichen die Hygiene- und Anti-Mücken-Kiste, wo meine anderen Handtücher abgeblieben sind, muss ich irgendwann nochmal rausfinden. Ich mag ja diese Outdoor-Spezialhandtücher eigentlich ganz gerne, wobei ich sagen muss, inzwischen sind meine Ansprüche gestiegen und dieser Spüllappen hier reicht mir nicht mehr so hundertprozentig für eine Mehrtagestour, aber naja, wenn man ganz viel Gewicht sparen muss. Es geht auch mit diesem Spüllappen. Es geht. Man muss halt erst eine Runde um den See rennen, bevor man sich abtrocknet, damit dieser Spüllappen dann auch reicht, um damit dann trocken zu sein. Aber gut, ja, man ist ja, man versucht es ja zumindest, kein Weichei zu sein. Fallschüssel kennt man, ist meiner Meinung nach ein absoluter Must-Have. Gegenstand zum Drinwaschen, zum Wasserbereithalten, zum Feuerlöschen, zum theoretisch Salat drin anmachen. Habe ich noch nie gemacht, aber theoretisch müsste das möglich sein. Richtig praktisches Ding, finde ich ganz toll. Ansonsten hat es da jetzt noch so ein bisschen Zahnpasta, Ohrenstöpsel, ganz wichtig bei Gruppenreisen, ganz wichtig. Auch sonst, manchmal sind Ohrenstöpsel halt einfach erforderlich, wenn du auch in der Nähe von irgendwelchen größeren Straßen übernachten musst, weil du nichts Besseres gefunden hast und solche Späße. Das sind alles so Dinge, bei denen ich Ohrenstöpsel sehr mag. Ansonsten 17 verschiedene Varianten von Mückenspray, die ich nie ganz aufgebraucht habe, die wahrscheinlich auch nicht mehr so hundertprozentig richtig wirksam sind. Verfallsdatum ist schon lange abgelaufen. Aber außer das Zeug, was DEET enthält, heißt das so? Ja, so heißt das. Muss man sich bei den meisten auf Zitrusbasis und so weiter funktionierenden Dingern auch keine großen Sorgen machen, ob das Verfallsdatum abgelaufen ist oder nicht. Spielt keine große Rolle. Ein halbes Stück Kernseife. Bin ich momentan auf dem Trip, dass mir eigentlich ein halbes Stück oder ein Viertelstück Kernseife für ein paar Tage völlig ausreicht und gar nichts anderes braucht. Also man kann sich mit dem Zeug Haare, Bart, den Rest vom Kerl, den Hut, die Töpfe und Klamotten waschen.
Hut ist keine Klamotte, Hut ist ein Körper, ein Körperteil. Körperteil ist das Wort, was ich gesucht habe. Auch cool sind übrigens so Seifenstreifen, kennt ihr die? Das sind so wirklich ganz, 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 ganz hauchfeine Seifenplättchen. Sind auch durchsichtig und wenn man die nass macht, dann werden sie quasi zu Seife. Eine ganz coole Erfindung. Ist auch meiner Meinung nach jetzt aber eher wieder was für den zivilen Bereich. Also wenn man halt irgendwie auf einem Städteurlaub ist oder was. Sowas kommt bei mir ja auch vor, wenn es historisch interessante Städte sind. Andere Städte gucke ich nicht an. Gut, dann... Hier unten gibt es einmal unter meinem Not-Alternativhut, den ich eigentlich nie aufhabe, aber eigentlich ist er auch ganz cool, mag den. Die Kleinkramkiste, die stelle ich mal kurz auf den Tisch. So, krumm und schief, die Kleinkramkiste, das ist zum Teil wichtiger Kleinkram wie Panzertape, braucht man immer. Meinen uralten und langsam auseinanderfallenden, aber zu schade zum Wegschmeißen, Feldstecher. Also nicht viel Vergrößerung, ich nehme lieber Großvaters Fernglas, das zeige ich euch auch mal schnell. Das steht jetzt wieder woanders, weil entsprechend geerbter und heiliger Gegenstand, also das ist noch vom alten Tüxen von Professor Dr. Schieß-mich-tot-Tüxen, ist noch wunderbar, uralt, wirklich wahrscheinlich um die 60, 70 Jahre alt, könnte ich mir vorstellen. Behauptet, hat mein Vater jedenfalls behauptet, dass er das wohl schon immer gehabt hätte, dieses Fernglas. Also mein Opa dann und ja, ist noch wunderbar. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, ist ein super Fernglas. Okay, das Teil ist sauschwer, aber das spielt ja keine Rolle. Grünlandwachs, damit kann man Baumwollklamotten halbwegs wasserdicht bekommen, also zumindest wasserabweisend, wenn man ganz viel Zeit und ganz viel Grünlandwachs investieren möchte. Bundeswehr-Taschentuch, habe ich auch aus Nostalgiegründen, außerdem kann man die immer mal wieder brauchen. Und ansonsten wirklich so Kleinkram wie solche Reparaturdingerle, Tütchen für Zeug, was man wasserdicht verpacken möchte. Das hier sind Malerabdeckfolien, weil ich mal ausprobieren wollte, mir damit einen Shelter zu bauen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Habe es auch einmal gefilmt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es nie hochgeladen. Ich weiß nicht mehr wieso. Diese Pflasterboxen hier, das sind so alte Filmdöschen. Kennt ihr noch Filmdöschen? Damals, als man noch Analogfotografie betrieben hat, war jeder Film in so einem Döschen drin. Man hat die für 7 Milliarden verschiedene Dinge benutzen können. Und die waren einfach großartig, diese Dosen. Leider, obwohl ich viel analog fotografiert habe, habe ich kaum noch Dosen. Nämlich nur diejenigen, wo ich halt irgendwas drin hatte. Schade eigentlich. Die sind so toll, diese Döslein. Mein erstes Überlebens-Set-Kit bestand größtenteils aus solchen Dosen in so einer kleinen Gürteltasche. Aber da stammen die halt noch her. Das ist Pflaster groß hier und Pflaster klein. Da war ich noch, keine Ahnung, jung, als ich das angelegt habe. Hier haben wir noch so ein Wärmepad und ansonsten halt einfach so Kleinkram nützlicher Art. Hier diese tollen Flaschenclips, damit kann man sich eine handelsübliche PET-Flasche an den Gürtel, an den Rucksack oder sonst wohin klippen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal irgendwo bei mir gesehen, danke Ingo. Noch ein bisschen Schnur, ein Nähset, ein kleiner Schleifstein zum Mitnehmen. Und eine Trillerpfeife und noch ein paar Döschen, in denen nichts drin ist, für den Fall, dass ich die mal noch für irgendein Survival-Set oder irgend sowas brauche. Kleinkram halt eben. So. So, in der untersten Etage befindet sich Kamerad Sack. Der ist dafür da, wenn ich mal das dringende Bedürfnis habe, einen Sandsack durch den Wald zu schleppen. Kommt ganz selten vor und wenn es doch vorkommt, dann bin ich meistens gerade auf irgendeine Frau sauer. Da drüber das Blaue, das sind einfache Gamaschen, die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren, die habe ich mir zu meiner allerersten Tour gekauft, habe sie vielleicht 4-mal insgesamt verwendet. Nasse Hosenbeine unten sind mir einfach so egal, dass ich kein großer Fan von Gamaschen bin und dreckige Hosenbeine unten sind mir auch völlig egal, aber gut, ich habe welche, für irgendwelche längeren Moorerkundigungen sind sie ganz praktisch und
Bei hohem Schnee sind sie theoretisch auch ganz praktisch, aber da denke ich eigentlich nie dran, sie mal mitzunehmen. Na, das ist so ein bisschen ein Debakel. Der olivene Sack, der ist für ausgefaltete Rettungsdecken, Rettungssäcke. Da schimmert ja gerade so eine Alufolie durch. Ja, sowas. Man will sie nicht wegwerfen, aber zusammenfalten in ihren kleinen, kompakten, verpackbaren Zustand geht halt auch nicht mehr. Und dann kommt sowas da unten in den Sack. Da liegt dann ein Teil von meinem Kamera-Equipment rum. Einiges liegt hier auch auf dem Tisch, wenn es gerade auflädt, wie jetzt gerade der Fall. Und ja, so viel hab ich da ja noch gar nicht. Es geht nur um das Videokamera-Equipment. Ich habe auch noch eine Spiegelreflexkamera, zwar eine alte, aber also so alt auch noch nicht. Aber ihr wisst selber, wie schnell das geht mit der digitalen Fotografie, wie sich da alles weiterentwickelt. Ein paar vernünftige Objektive habe ich noch, die kann ich hoffentlich wiederverwenden. Eine Abteilung drüber befindet sich die Übernachtungszubehörkiste. Da ist zum Beispiel jetzt auch nochmal so eine Rettungsdecke drin. Diese Säckchen, davon habe ich mehrere und frage mich gerade, wo der zweite liegt. Ach ja, im Auto, stimmt. Das ist ein Plane-Aufhängsack. Da drin sind ein paar Heringe, ein paar Schnüre, und das war es eigentlich, glaube ich. Nee, halt, ist auch jeweils doch ein Feuerzeug drin. Fürs Kürzen von Paracord eigentlich gedacht, aber man kann auch nie genug Feuerzeuge dabei haben, von daher. Das hier ist ein Seidenschlafsack. Ist der wirklich aus Seide? Tatsächlich. Habe ich mir wirklich einen richtigen Seidenschlafsack gekauft? Meine Güte, ich musste zu viel Geld haben. Als Inlet für einen richtigen Schlafsack soll angeblich nochmal 3 bis 4 Grad Temperatur bringen. Ich habe den schon oft als quasi ja, EDC-Schlafsack noch zusätzlich in der Hosentasche gehabt und dann den Schlafsack benutzt und vielleicht noch eine Rettungsdecke drüber oder eine Wolldecke drüber. Und ich habe ihn kaum in einem richtigen Schlafsack verwendet, weil die dann immer meistens von mir so ausgewählt werden, dass sie warm genug sind und ich das Ding dann eigentlich nicht brauche. Man kann die Inlets aber auch super gebrauchen, um zu vermeiden, dass man seinen Schlafsack voll schwitzt, weil Schlafsack waschen ist ja immer schlecht für den Schlafsack. Waschen ist nie gut. Waschen ist nur möglicherweise noch weniger schlimm, als ihn wirklich völlig verdreckt weiter zu verwenden. Aber je öfter man den Schlafsack wäscht, desto weniger gut ist es für den Schlafsack. Meine Güte, das ist ja bescheuert formuliert gerade, aber besser geht es gerade nicht auf die Reihe. Und wenn man nur das Inlet vollschwitzt, das kann man sehr einfach waschen. Da schont man sozusagen seinen Schlafsack, aber. Wie gesagt, ich benutze es nicht so oft. Ich habe hier noch ein paar Heringe rumliegen, meine Standardheringe. Ich benutze eigentlich fast nur diese hier. Das sind so ganz einfache Alu-Dinger. Nichts Besonderes. Ich habe noch irgendwo ein paar Felsnägel, die du wirklich in den Fels reinklopfen kannst. Aber ich weiß gerade gar nicht, wo die sind. Die nehme ich aber auch nur für extremere Geschichten, wenn es dann alpin wird, beziehungsweise boreal her. Das hier ist meine Currywurstdose, zu der ich neulich ein Video gemacht habe und euch mal eigentlich zeigen wollte, wie die jetzt innen drin aussieht, um der Frage nachzugehen, inwiefern die Beschichtung denn eigentlich mit verbrennt, wenn man eine Dose ins Feuer stellt. Resultat, da kann man es ein bisschen sehen, da ist sie mir angebrannt. Das war die Stelle, wo das Feuer am heißesten ist. Mein Experiment hat also auf gut Deutsch ergeben, bei wenig Glut und relativ geringer Hitze, dass es halt noch reicht zum Heiß machen, aber noch nicht zum Verbrennen und wirklich völlig ohne offene Flammen, das ist auch ein Punkt, hier sind nämlich auch die offenen Flammen hingekommen, was man auch daran erkennen kann, dass die hier so schön braun, schwarz, grau, was auch immer geworden ist, müsste es meiner Meinung nach wie vor möglich sein, eine Dose, die eigentlich zum Erhitzen geeignet ist, auch über einem offenen Feuer, über einer Glut heiß machen zu können, sofern man es eben mit der Intensität der Glut nicht übertreibt. Und das Ganze sollte meiner Meinung nach halt auch noch funktionieren, ohne dass sich hier großartig die Beschichtung ablöst. Aber wie gesagt, hier in der einen Ecke, da, ne, kann man es sehen? Ja, ich habe es euch ja gerade gezeigt, da hat es halt nicht so hundertprozentig hingehauen, da hat sich ein kleines bisschen gelöst. Aber man muss auch dazu sagen, genau an der Stelle ist natürlich auch der Inhalt der Dose, also die entsprechende Soße, da so gebacken und festgeklebt, dass ich von der eigentlichen Beschichtung wahrscheinlich immer noch nicht viel mitgegessen habe. Wenn dann nur ganz, 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 ganz minimale Mengen. Und ob diese Beschichtung jetzt großartig wahnsinnig gesundheitsschädlich ist oder nicht,
Das ist auch wieder so ein kann gesundheitsschädlich sein. Nicht ist es unbedingt und du stirbst sofort. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, aber man kann es auch übertreiben mit der Vorsicht. Ist meine Meinung dazu. Irgendein Tod muss man sterben. Aber ich, ja, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann separat. Nochmal ein bisschen ausführlicher, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe so viele andere Ideen. Das ist eine gute Petroleumlaterne, die Feuerhand. Das Original von 1900, nicht sehr viele Jahre. Also die ist nahezu, glaube ich, 100 Jahre alt, unverändert auf dem Markt. Die verzinkte Variante kann man in den Regen stellen, wenn sie rostet, ist scheißegal. Interessiert niemanden, brennt trotzdem immer noch. Ist von diesen ganzen Petroleumlaternen sicherlich die beste dieser klassischen Bauweise. Bin mit dem Ding sehr zufrieden. Man kann sich damit sogar ein bisschen im Wald den Wege leuchten. Und die hat halt einfach nochmal eine bessere Qualität als die ganzen Dinger aus dem Baumarkt oder aus China und so weiter und so fort. Und ist immer noch nicht teuer. Ich weiß nicht genau, was die kosten, aber irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Ich finde, das ist durchaus ein angemessener Preis dafür, dass die ganz lange halten, wenn man sie einigermaßen richtig handhabt. Ich will jetzt aber zur Handhabung nichts erzählen, da bin ich kein Experte, da muss ich selber noch ein bisschen rumexperimentieren. So, dann hätten wir jetzt hier die brennbare Abteilung. Da habe ich ja eben diesen Fackeltopf da dazugelegt. Ansonsten habe ich da noch so ein paar Kerzchen. Meiner Meinung nach etwas, was sehr spaßig ist und auch wieder praktisch aus der Kategorie Frauen beeindrucken, sind so kleine Miniatur-Geburtstagskuchenkerzen für Kinder, weil die kann man halt einfach überall hinstecken, ein bisschen auf der flachen Seite quasi anbrennen, damit es heiß wird, dann klebst du es gegen irgendeinen Baum und kannst da recht, nennen wir es mal, romantische Lichtstimmungen mit erzeugen. Es hat sich noch keine beschwert. Die sind alle so davon gerannt, ohne was zu sagen. Nein, nicht wirklich. Hier hinten sind noch diese tollen Öko-Grillanzünder, die ich noch gefunden habe, hier beim Keller aufräumen. Die sind bestimmt auch 20 Jahre alt. Scheiße, ich werde alt. Mein Zundersäckchen, das derzeit gerade schlecht gefüllt ist, wo ich mal wirklich dringend wieder was reinpacken müsste, größtenteils ist es für Birkenrinde gedacht, liegt auch hier rum. Dann habe ich noch diverse andere Zunder. Vaseline, Watte, normale Watte, Vaseline, diverse Streichhölzer. Hier die guten Standard-Sturmstreichhölzer, die ist schon für vergleichsweise wenig Geld bei verschiedenen Outdoor-Krempelhändlern gibt, die dann so brennen, wie ihr es jetzt gerade seht. War da, als ich noch jung war, total begeistert von. Da war das meiner Meinung nach das Nonplusultra-Gegenständle, um irgendwas anzuzünden. Jetzt verwende ich sie nicht mehr so oft. Jetzt bin ich auf den verdammten Feuerstil gekommen, der ja eigentlich bekloppt ist. Der liegt da natürlich auch drin. Also mein primärer Feuerstil. Ich habe auch noch einen im Hut, einen im Geldbeutel, einen im EDC-Döslein. Die Dinger sind überall. Und ja, auch nochmal so ein paar Dosen, sowas zum Beispiel wie diese hier, wo man sich dann auch noch irgendwelche Zundermaterialien reinmachen könnte. In der Dose ist jetzt nichts drin. Verschiedene Feuerstils, auch noch stinknormale Feuerzeuge, stinknormale Streichhölzer und ja, alles Mögliche, was Feuer macht. Ach so, und Kienspan. Kienspan ist da auch noch mit drin. Wo habe ich welchen? Da, zum Beispiel der. So, lala. Dann hier nebenan, das ist die Technikkiste. Also alles, was Strom braucht und in irgendeiner Form einen outdoor-technischen Zweck erfüllt, ist hier drin. Zum Beispiel was ich dabei hatte, um schlechtem Wetter zu entgehen und im Notfall Strom erzeugen zu können in Norwegen. Weil da bin ich davon ausgegangen, dass ich mit Solarzellen nicht weit komme, weil ich von miesestem Wetter die ganze Zeit ausgegangen bin. War dann doch nicht so schlimm. Wahrscheinlich hätte ich mit Solarzellen auch was hingekriegt. Aber man kann damit quasi auch so ziemlich alles aufladen, das einen 9 Volt Adapter-Anschluss hat. Da gibt es einfach so einen Stöpsel, den stöpselst du da rein, dann hast du einen USB-Ausgang. Dann kann man damit alles aufladen, was einen USB-Anschluss hat. Und das ist ja dann doch einiges.
Funktioniert noch wunderbar, wollte ich deswegen haben, weil es unkaputtbar ist. Der Haken, wenn man damit richtig viel Strom erzeugen möchte und was Großes aufladen, also für so ein kleines Steinzeit-Handy, da funktioniert das wunderbar. Da kann man dann halt mal 3 Minuten telefonieren, reicht, um einen Notruf abzusetzen. Aber wenn man damit zum Beispiel ein neueres iPhone aufladen muss, dann kurbelt man sich dumm und dappig. Zumal man in einer Frequenz kurbeln muss, dass sie das Lichtchen angeht, die relativ schnell ist. Ich zeige euch das mal. Also mindestens so. Und wenn man das dann wirklich mit Minuten lang machen muss, irgendwann wird das anstrengend. Ich habe da schon die tollsten Methoden entwickelt, das Ding zwischen zwei Steine zu klemmen, um dann besser kurbeln zu können, auch mit der anderen Hand kurbeln zu können, mit dem Fuß kurbeln können. Habe ich alles ausprobiert. Es bringt nicht viel. Richtig gut ist das natürlich bei Gruppen, wenn man sich mit der Kurbelerei abwechseln kann. Das ist dann natürlich was anderes. Ansonsten verschiedene Taschenlampen. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so eine alte Petzl-Ticker. Die habe ich mal aufgerüstet mit einem Akku-Pack hier hinten. Normalerweise kommen da ja Batterien rein, aber es gibt auch noch so ein optional erhältliches Akku-Pack, was man dann wieder mit Micro-USB-Anschluss aufladen kann. Ist gerade leer, weil ich hocke hier unten zu selten mit dem Computer. Deswegen habe ich keine wenig Möglichkeiten, was über USB aufzuladen und will mir schon seit Wochen endlich mal nochmal einen zusätzlichen Adapter, also Steckdose zu USB-Anschluss, kaufen. Aber muss ich jetzt wirklich demnächst mal machen. Beim Videoschneiden dran denken. Nachricht von Ben für Ben. Also von Vergangenheits-Ben für Zukunfts-Ben. Das hier ist ein Nachtsichtgerät. Das habe ich jetzt erst zum Geburtstag geschenkt bekommen. Brop, ist jetzt ein Einsteigermodell. Nichts unglaublich Tolles. Aber reicht schon mal auf jeden Fall, um damit viel Spaß zu haben beim Viecher beobachten. Da hockt man sich halt irgendwo unter einen Hochsitz, nicht auf einen Hochsitz. Das ist verboten. Und schaut da halt mal durch. Es ist überhaupt nicht zu gebrauchen, also wer jetzt auf irgendwelche blöden Ideen kommt, um damit rumzulaufen, weil es ja nur monokular ist. Und es hat eine gewisse Vergrößerung, nicht viel, dreifach glaube ich, aber das geht nicht. Also zur Orientierung, zum Rumlaufen, das kannst du vergessen, das ist nur zum stationär irgendwo hocken und dann in die Landschaft gucken und mal schauen, ob irgendein Tier vorbeikommt. Hauptverwendungszweck ist tatsächlich eben das Beobachten von Wild und dafür nehme ich es auch her und es macht Spaß. Auflösung ist nicht super toll, aber ja, wie gesagt, es ist ein Einsteigermodell. Die richtig tollen Profi-Dinger, die werden dann halt auch gleich sehr teuer. Und ich bin froh, dass ich überhaupt ein Nachtsichtgerät habe. Funktioniert gut. So, hat übrigens auch noch eine Infrarotlampe dran, mit der man quasi im Nachtsichtmodus dann nochmal rumleuchten kann. Aber außer irgendwelchen Viechern, die Infrarot sehen können, sieht dann keiner das Licht. So, was war noch so drin? Hier auch noch diverse andere Sachen, die leuchten. Auch noch ein paar alte ausrangierte Fahrradrücklichter, die ich mal gedacht habe. Damit könnte ich mein Lager markieren, wenn ich es verlasse nachts. Man hebt halt auf, was man halt so rumliegen hat. Das hier ist meine Standardtaschenlampe, die ich inzwischen in so einer Hülle drin habe. Die ist zwar sowieso wasserdicht, aber in dieser Hülle kann ich Ersatzbatterie gleich noch mit dazu machen. Oder Ersatzbatterien, bis zu 2 passen rein. Und ja, dann weiß ich, wo sie ist. Sie schaltet sich nicht versehentlich an. Das kann man vielleicht noch auf andere Art und Weise verhindern, dass das passiert. Aber das ist halt meine Lösung. Habe hier noch einen Haufen Ersatzbatterien. Erst neulich wiedergefunden, was ganz praktisch ist, so Battery Cases. In die man Akkus oder Batterien halt eben einfach reinstecken kann, ohne dass sie sich entladen, ohne dass sie sich berühren, ohne dass sie in der Gegend rumfliegen und ohne dass sie klappern. Praktische Sache. Powerbanks habe ich da noch 2. Ach, und dieses Ding hier, das ist ein kleines Radio, auch zur Energieerzeugung mit Kurbel. Andersrum. Funktioniert gut, war mal von Shibo, ist also auch nichts Teures, aber funktioniert wirklich erstaunlich gut. Der Radioempfang ist auch erstaunlich gut. Das Doofe ist, nicht bei mir im Keller. Ich kriege keinen einzigen Sender rein hier unten. Ist aber auch irgendwo nachvollziehbar. Wenn man nicht im Keller ist, funktioniert es ganz gut. Und hat eine Lampenfunktion. Alles, was leuchtet, finde ich schon mal toll. Generell, grundsätzlich. So, die Messerabteilung, das sind die Messer, die ich regelmäßig verwende. Ich habe auch noch einen Haufen Messer über dem Bett hängen.
kommt hin und wieder auch mal etwas eigenartig rüber, aber es ist so. Und ja, wie gesagt, das Zeug, was ich wirklich gerne mal mit rausnehme, das Glock-Feldmesser, da muss man ja wieder rechtlich aufpassen und so weiter und so fort. Ich mag auch immer noch mein total übertriebenes, dolchartiges Leute-Abstechmesser. Man muss ja schon zugeben, so eine Klingenform ist von nichts anderes gedacht, als wirklich ein Kampfmesser zu sein und zum Sachen abstechen. Aber ich mag es trotzdem. Nicht, dass ich damit jemals irgendwas abstechen vorhabe oder es schon getan habe. Das gute Buck 110, also so das klassische Taschenmesser unter den klassischen Taschenmessern. Muss ich auch mal wieder ein bisschen einölen. Eins meiner Opinels, eine Multifunktionszange, ein Schweizer Taschenmesser. Das ist noch das Ding, was ich original von der Bundeswehr geklaut habe, verloren habe. Und ein Mora Robust aus dem Baumarkt. Wunderbares Messer, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, kostet 15 Euro, glaube ich. Benutze ich zurzeit sehr gerne und recht häufig. Ja. Hier oben haben wir dann noch mein Zelt, mein aktuelles, wobei da bald ein neues fällig ist. Was heißt fällig ist? Ich brauche nicht unbedingt, ich will aber. Das hier ist eine Picknickdecke, wieder aus der Kategorie Wenn mit Frauen im Wald. Für mich alleine nehme ich die selten mit. Meine alte Militär-Wolldecke, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, also wirklich original. Die mein Opa mütterlicherseits, nicht der Wissenschaftler, ich habe ja noch einen anderen Opa, in der Gefangenschaft hatte er zwei von den Dingern und hat sie dann mitbringen dürfen und hat damit teilweise aber durchaus ziemlich gefroren. Soll heißen, unglaublich ultimativ warm ist die auch nicht, nur weil sie aus dem Zweiten Weltkrieg stammt und man dann irgendwie denken könnte, oh, die ist alt, die muss toll sein. Das denke ich ja auch und deswegen finde ich sie auch toll. Aber nüchtern objektiv betrachtet ist so eine dünne Wolldecke, eben eine dünne Wolldecke und wiegt trotzdem, ich glaube, anderthalb, nee, sogar fast 2 Kilo oder was, dieses Bündel. Ist also eigentlich nicht effiziente Ausrüstung. Eigentlich nicht, aber ich mag sie trotzdem. Ganz oben Isomatten und ja, das war's im Wesentlichen. Ja, also das sind halt so eben die Dinge, die so im Keller rumliegen. Also eine übliche Packen für irgendeine kleinere bis mittlere Tourrunde läuft halt so ab, dass ich mir erstmal ein paar Klamotten raussuche, Klamotten in den großen Rucksack, wenn ich jetzt den großen Rucksack nehme, reinschmeiße und dann mit Klamotten im großen Rucksack ab in den Keller, zusätzliche Ausrüstung, eben wie Zelt, Tarp, solches Zeug dann einpacke, noch eine Isomatte dazu schmeiße, dann noch überlege, was ich an Essen mitnehmen möchte. Oft nehme ich auch einfach irgendwie was mit, was gerade halt in der Küche verfügbar ist oder irgendwelche Asia-Nudeln habe ich halt auch mal ganz gerne dabei. Das muss ja nicht immer gleich das super teure Tracken-E-Zeug oder sonstige Hersteller von Outdoor-Futter. Diese gefriergetrockneten Mahlzeiten muss das ja wirklich nicht immer sein. Ja. Achso, und ich habe hier übrigens auch noch einen Wasservorrat. Der ist größer, als er aussieht. Ja, mehr fällt mir da nicht ein, was ich hier sonst noch an schönen Dingen rumstehen habe. Nee, das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.